Ja, wir befinden uns hier direkt hinter dem Kraftwerksleitstand des Heizkraftwerks Chemnitz Nord. Hier werden Strom und Fernwärme erzeugt. Wir bekommen unsere Braunkohle aus dem mitteldeutschen Braunkohlerevier und verbrennen im Mittel ca. 3000 Tonnen Braunkohle am Tag. Daraus werden einerseits Fernwärme erzeugt. Wir sind in der Lage, 40% des Fernwärmebedarfs der Stadt Chemnitz abzudecken. Darüber hinaus wird natürlich auch elektrische Energie erzeugt und mit unseren zwei Anlagen sind wir in der Lage, den Bedarf von Chemnitz komplett abzudecken. Daneben betreibt eins auch noch regenerative Erzeugungsanlagen, das heißt Photovoltaik und auch Windenergieerzeugungsanlagen. Ja, und perspektivisch sind wir jetzt dabei, unser Erzeugerpark umzubauen in Richtung Kohleausstieg, sodass wir dann innerhalb von den nächsten 3 Jahren die Elektroenergie durch Motorenheizkraftwerke erzeugen werden, welche auch in der Lage sind, den Fernwärmebedarf der Stadt Chemnitz mit abzudecken.